Jo, meine Lieben, zu Showa und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Wintercraft. Und ja, jetzt werdet ihr euch fragen, warum ist keiner auf dem Server? Und zwar, wir haben 22 Uhr im Moment. 22 Uhr, weil wenn ich tagsüber aufnehme, sind da immer so viele Leute drauf und die wollen dann, dass ich TS gehe und so. Und dann komme ich gar nicht dazu, alleine mit euch zu reden. Und what the fuck is happening, hä? Was? Junge, erstmal, Digga, ich komm gar nicht klar irgendwie mit meinem Setup. So. Alter, jetzt raus hier. Junge. Also, ich war heute noch gar nicht, ehrlich gesagt, auf dem Server. Das ist echt heute das erste Mal. Und ich wollte eigentlich die Folge mal nutzen, um so ein bisschen die Stadt zu zeigen, mein Haus zu zeigen. Ey, diese Sounds, ja, die gehen einem so auf den Zeiger. Ach, warte mal. Musik, Sounds, blab. Runter aus Minimum. Und ja, zum Beispiel, dass ich hier oben, wenn das jetzt mal... Hallo, jetzt halt der Mull jetzt hoch. Hier habe ich meine Schäne, Kartoffelfarm, wo nie angepflanzt wird. Ich finde den Typen noch, der einfach immer was nimmt und es nicht einfach wieder anpflanzt. Es ist unglaublich. Ich darf jetzt aber auch leider nicht zu laut sein, weil ich keinen Bock habe, meine Eltern zu wecken. Das wäre nicht so schön. Hier habe ich mein Kistenlager hier ein bisschen ausgebaut. Hier habe ich ein Deer. Keine Ahnung, wo ich den her habe. Deer-Schwert haben wir auch. Meine Rüstung neigt sich leider jetzt demnächst dem Ende zu. Aber ich habe die Lösung auf mein Farming-Problem habe ich schon gefunden. Und keine Sorge, ich werde in den Folgen werde ich nie farmen, weil... Boah, Alter, ruckelt es. Weil ich mir schon vorstellen könnte, dass es langweilig wäre. Für mich wäre das auch langweilig zum Zuschauen, wenn ich einfach ewig in der Folge farmen würde. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gucken uns die Stadt hier ein bisschen an. Das ist hier der Braustand eigentlich. Das soll eigentlich ein Laden sein von Timo und von Elias. Soll es ja eigentlich der Laden sein, wo die hier keine Ahnung was anbieten. Ich war noch nie hier drin, aber irgendjemand hat die Tränke geklaut. Jetzt haben wir es endlich mal auf Aufnahme. Jemand hat einfach die Tränke geklaut. Hä, what the fuck? Also hier kann man ja auch hier reingehen. Zack, zack, zack. Das ist jetzt kein Hexenwerk oder so. Hier hat man ja den, wie heißt der, Cauldron oder so. Und dann hier die Öfen, die komischerweise nicht gesichert sind. Und hier hat man die Tränke, aber irgendwie wurde die geklaut. What the fuck? Hier haben wir den Verzauberungsraum oder Verzauberungstisch, besser gesagt. Warte mal. Natürlich habe ich wieder zu wenig Level, weil irgend so ein Depp meint, der muss ja 80 Bücher hier drum rumstellen. Und ja, warte mal. Apropos Timo. Ich stelle einfach mal hier ein bisschen die Stadt vor. Hier ist Timos Haus, also Schaluppi. Irgendjemand hat da Dirt reingesetzt, deswegen kann ich euch das... Alter, ich hab's... Leute, es gibt einen Typen hier, ne? Der geht komplett Bananas, die Kisten sind zu, und baut hier irgendwie alles zu, Leute. Ich check es nicht. Also, wir wissen es ehrlich gesagt auch nicht. Also, hier ist der Kamin. Also, es würde mich echt wundern, weil das, ob das irgendwann mal hier anfängt zu brennen. Weil da haben wir jetzt in letzter Zeit echt viele Fälle gehabt. Und es gibt hier einen Willi, ne? Der rennt hier rum, brennt hier irgendwelche Sachen an und keiner weiß, was los ist. Und deswegen... Versteh. Boah, Alter, hat das jetzt gerade geruggelt, ne? Check ich das so ein bisschen nicht. Also es könnte sein, dass es wird hier mal eine bisschen entspanntere Folge. Hier ist Elias seine Fabrik, wo die Kisten komischerweise auch nicht gesichert sind. What the fuck? Also hier ist Elias seine Fabrik, aber was er hier machen will, ich glaube Plätzchen wollte er hier machen, keine Ahnung. Und ja, hoffentlich kann ich alles zeigen. Hier ist das Gerichtshaus. Hier haben wir noch nicht so die heftige Verwendung für gefunden. Also doch, eigentlich waren wir hier schon hier. Also haben schon ein paar Fälle hier ausgehandelt. Vielleicht kommt da auch mal eine Folge, wo wir einfach mal im Gericht chillen. Keine Ahnung. Stimmt einfach mal oben rechts jetzt ab, wenn ihr eine Folge haben wollt mit dem Gericht. Ja, hier seht ihr, hier ist Elias seine Fabrik. Hier ist das Haus von Lama und Aidan. Und hier haben die hier sogar ein bisschen Tiere, einfach ganz entspannt. Die Kisten sind auch nicht gesichert. Leute, sichert mal eure Kisten, ne? Oder ist das Kisten-Plugin wieder weg? Aber ich glaube, das ist noch drauf. Ach, ach, seine Schweinchen haben Namen, außer die da hinten, okay. Wo hat der die Sättel her? Okay, hoffentlich hier nicht aus dem Creative oder so, keine Ahnung. Und dann gucken wir mal nach unten. Hier müsste doch... Ach, das ist ja ein Upgrade, ein Kistenlager. Okay, hier sind die Kisten gesichert.
Okay, also da haben die hier echt ein paar Fortschritte gemacht. Ich war jetzt selber jetzt eine Zeit nicht mehr auf dem Server und habe mir die Häuser und alles angeschaut. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal. Und was noch neu ist, Leute, das weiß sogar ich, dieses riesige Lama. Also soweit ich weiß, wurde das meiste oder so gut wie alles im Survival gebaut. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass die oft gestorben sind. Hier ist das Haus von Karma Girl, also Jessie. Und hier gab es einen Unfall mit dem Ofen hier. Irgendwie, wir wissen noch nicht, ob das Haus angefangen hat zu brennen oder ob jemand einfach das Haus angebrannt hat. Also keiner weiß es eigentlich im Prinzip, sondern ja, es weiß eigentlich keiner. Ich vermute, dass es einfach angebrannt ist, aber dann weiß man nicht, warum Timos Haus nicht angebrannt ist. Da drüben kommt noch was Größeres, aber da will ich jetzt erstmal noch nicht hingehen. So, ich kenne mich leider selber auch nicht so krass in der Stadt aus wie manch anderer, weil diese Stadt ist einfach riesig mittlerweile. Hier, Leute, hier ist die Mob-Farm für alle. Ja, also es ist eine XP-Farm. Warte mal, ich leuchte mal hier ein bisschen aus, damit ihr was seht. Wo wir hier einfach mal hingehen können, Alter, gibst du hier mal ein bisschen aufs Mull. Zack, Alter, kriegst du hier direkt wieder ein paar Level. Komm du auch noch. Perfekt. Was sie hier irgendwie noch hinkriegen müssen, ist, dass die spawnen. Vielleicht stellen wir da hinten irgendwie, keine Ahnung, ein Schwein oder so hin, dass die, keine Ahnung, spawnen die ganze Zeit. Wer weiß. Mal gucken, was sie machen. Die Mob-Farm wurde aber auch irgendwie nicht ausgebaut. Ich hätte gedacht, die wird heute ausgebaut, wurde aber nicht. Hier ist sozusagen das Areal von dem anderen Elias. Der baut hier auch immer richtig viele Häuser in seinem eigenen Style. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Okay, die Zuckerstange im Haus ist jetzt nicht so geil. Ein paar Häuser sind entsprechen jetzt nicht so meinem Geschmack. Aber so ein paar, so wie das hier, das ist ganz kuschelig und chill. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das ist auch einfach sein eigenes Haus. Und keine Ahnung. Aber warum bin ich, keine Ahnung, warum ich jetzt überhaupt wie in den unteren Teil der Stadt gegangen bin. Obwohl oben ist eigentlich mehr. Deswegen wollte ich wollte eigentlich auf einen richtigen Berg bauen, aber ich konnte nur hier bauen. Das hat alles seine Gründe. Und ja, warum hier so ein hässlicher Baum steht, ich weiß es nicht, Leute. Warum hier so ein verdammt hässlicher Baum steht, keine Ahnung, Leute. Wessen Haus ist das? Ich glaube, das ist einfach ein von den Häusern, wo Elias einfach gebaut hat, damit die Stadt, oh, jetzt bin ich runtergeplumpst, damit die Stadt nicht so verdammt leer aussieht. Okay, was ist das? Ah, okay, das ist das Haus von Red Boy. Sorry, dass ich genervt habe. Liebe Grüße, Hugh. Okay, der hat hier auch ein bisschen ausgebaut, der Typ. Alter, das sah noch vor ein paar Tagen, sah das echt noch viel anders da aus. Es sieht eigentlich jetzt saugeil aus, also meiner Meinung nach. Und es ist eigentlich ganz, ganz schnieke und fresh geworden. Wer da oben wohnt, ich glaube. Ich glaube, wir wohnten da oben. Ja, da oben. Der Night Shadow. Der chillt hier seine Base. Was leider passiert ist, keiner. Wo kommt die Wolle? Achso, ja, stimmt, die Wolle. Keiner weiß eigentlich, was so wirklich passiert ist. Irgendwie sein Haus ist abgebrannt oder irgendjemand hat es weggesprengt. Also, ich habe es nicht weggesprengt, Leute. Keine Ahnung. Ich habe gar nichts weggesprengt. Eigentlich. Oh, Alter. Ich habe eigentlich gar nichts von seinem Haus weggesprengt. Was heißt eigentlich? Ich habe nichts von seinem Haus weggesprengt. Und ich weiß auch nicht, warum, wie das da wegkommen konnte. Ich habe keinen Plan. Deswegen würde ich jetzt einfach. Hier gibt es gar keinen richtigen Weg, fällt mir auf, ne? Ey, das ist echt ein bisschen blöd, dass es hier keinen richtigen Weg gibt. Also die Stadt ist echt schon im Vergleich zur ersten Folge, hat sich die Stadt echt prächtig entwickelt. Ich weiß gar nicht, wer wohnt hier überhaupt. Ist es Domi sein Haus? Nein, 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 das ist es nicht. Nein, das fängt irgendwie ganz anders an. Ich weiß, sorry für den, der hier wohnt, aber ich weiß echt nicht, von wem das Haus ist. Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Hier ist der riesige Berg. Ich wollte eigentlich auf so einen Berg wie hier oben bauen, aber das war mir dann doch ein bisschen zu weit entfernt von der Stadt und da wäre ich gar nicht so bei den Jungs und bei den Allen und. Ja, Leute, deswegen wohnen wir einfach hier. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, dass wir jetzt unbedingt hier wohnen. Und ja, da drüben, Alter, da drüben. Warte mal, ich stelle mal meine Sichtweite höher, ne?
Es kann ja nicht sein hier, dass hier die Sichtweite aufs Minimalste gestellt wurde. Hier sieht, dann sehen wir hier mal alles. Ich frage mich gerade, wo gehen wir als erstes hin? Ich würde mal sagen, Alter, stellen wir mal, mit der Aufnahme ruckelt es hier echt immer ein bisschen. Vielleicht ist es bei euch nicht da, weil die Folge in 60 FPS hochgeladen wird, aber es ruckelt auch immer schon ein bisschen. Lesen wir hier als erstes, was hier steht. Alter, Timer, halt der Mull! Halt der Mull-Timer! Der Timer hier meinte wieder, er muss komplett Bananas gehen, Leute. Warte mal. Zack, Alter, zack, hauen wir den Timer wieder rein. Und ja, so. Braumeister, ansonsten, okay, warte mal, will kein Zutritt für Unbefugte, ansonsten tot. Ich glaube, so ist die richtige Einfuhr bei Trank, einfach Bedarf fragen und verderben, bla bla bla. Hier wohnt Goalie 91, also Dominik im Prinzip, wenn wir sie alle bei ihren Namen ansprechen. Der hat hier eigentlich auch ein riesiges, also was heißt riesig, eigentlich schon sehr großes Haus mit Verzauberungstisch und allem. Kann ich hier eigentlich mal meine, zack, jetzt habe ich Effizienz mal auf meiner Spitzhacke. Das ist echt nice. So. Können wir hier rein. Das hier ist ein bisschen kacke gelöst, aber sonst ist eigentlich geil. Er hat hier eigentlich auch wieder ein richtig großes, schönes Haus. Seine Discofläche hier, Tanzparty. Also, ich finde es ultra nice, wie sich die Stadt entwickelt hat. Der hat seine Kisten auch nicht gesichert. Es ist halt ein bisschen kacke, weil wenn das Plugin drauf und reingehauen wird, dass man die Kisten immer neu sichern muss. Und deswegen Gehen wir hier jetzt ein bisschen weg, weil jetzt gehen wir mal, wenn ich das Haus sehen würde, da hinten, ich glaube, ihr könnt schon ein bisschen erkennen, dieses ganz, was ist das hier eigentlich, wem gehört das? Was war das? Ah, nee, das hier ist ja dieses Adventskranzhaus, irgendwie, ich weiß noch nicht, hier wurde irgendwie noch nichts so richtig gebaut, also, keine Ahnung, was hier so noch so großartig kommen soll, also, ich sehe hier nicht so krasses, und hier, jetzt gehen wir hier zum riesigen Haus, wo eigentlich nicht. Es sieht schon gut aus hier mit den Seiten, aber mehr auch jetzt nicht irgendwie. Warte mal. Alter, warum ruckelt denn das so hässlich hier die ganze Zeit? So, deswegen würde ich hier einfach mal zack, batz, gehen wir hier rein. So, dann sehen wir hier, ich denke, der hat seine Kisten auch nicht gesichert, hat eigentlich auch nicht so den heftigen Stuff. Er hat halt richtig viel Platz. Er könnte eigentlich hier ein bisschen vermieten. Das ist ja irgendwie übel fett hier, also wenn man sich das mal anschaut. Das ist richtig, richtig groß. Und so geht's immer weiter, Leute. Er hat irgendwie ist er auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwie sein Haus einzurichten oder so. Was ich auch nicht checke. Und, keine Ahnung. Er hat sein Haus hier auch irgendwie nicht so krass eingerichtet. Wer wohnt da? Da wohnt Domi. Was habe ich denn noch nicht gezeigt? Muss kurz überlegen, Leute. Das Lama Rand. Stimmt, das Restaurant von Lama. Alter, das Lama Rand, das sieht eigentlich echt richtig frisch aus, weißt du? Oh Gott. Ja, es war wieder so klar, dass ich den Sprung hier nicht kacke, sondern schaffe. Ne? Wir reden hier schönes Deutsch. So, gehen wir hier hoch. Bam, 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 bam. Die Stadt ist aber halt auch fett. Also, keine Ahnung, wer da hinten wohnt. Das Haus sieht eigentlich auch ganz schön aus. Hier wohnt, glaube ich, ja, das ist Lama, seine Stufe hier, wo sein Bereich sozusagen. Und ja, also hier natürlich irgendwo hier in der nicht in der Straße, sondern hier irgendwo müsste das Lama-Rand auch dann noch stehen. Hier, ne? Oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube, hier ist es. Nein, das ist es nicht. Was laber ich hier eigentlich wieder? Also das ist hier auch, nee, das ist einer von Elias seinen 100 von tausenden Häusern hier. Da ist die Mobfarm wieder, ne, Zombies, ne? Arschlöcher. Ihr wollt hier euer Leben chillen. So, also hier irgendwo steht das Lama Rand, keine Ahnung, ich zeig's einfach nächste Folge oder so. Und dann würde ich jetzt einfach mal zu meinem Haus zurückgehen. Ich wollte einfach euch mal ein bisschen auf den neuesten Stand halten, was so passiert ist von dem Stuff. Es gab wieder ein paar Fights und wer baut hier? Wahrscheinlich Elias wieder ein anderes Haus. Wer weiß, keine Ahnung. Denn da oben ist mein Haus an der Spitze. Mit meiner Glaskuppel von Sandy. Sandys Glaskuppel. Ich wollte die irgendwie ein bisschen kaschieren, aber das sieht bestimmt gar nicht so toll aus, wenn ich die so kaschieren würde. Deswegen bleibt die jetzt einfach so, wie sie ist. Deswegen, was für deswegen. Ja, sie bleibt einfach so, wie es ist und finde ich schön hier, ne? Im Gericht, wie gesagt, stimmt einfach ab, falls ihr eine Folge im Gericht haben wollt.
Was ich kacke finde, mein Glas, es wird immer abgebaut, immer. Ich kann nicht einfach hier leben, ohne dass mein Glas einfach abgebaut wird. Aber egal, Leute, ich würde jetzt erstmal die Bacon-Kartoffels hier rausholen. Zack, zack, Alter, zack, den setzen wir auf den Dreier-Slot hier, Survival Games Profi. Und ich würde einfach sagen, das soll es von der Folge gewesen sein. Das war einfach jetzt heute mal einfach eine ganz entspannte Erklärungsfolge, in der wir nicht so viel wieder Action machen wie in der letzten Folge mit dem TNT oder sowas. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einer Bewertung, seht euch die anderen Videos auf dem Kanal an. Lasst ein Abo da, haut rein, schönen Tag noch, mach's gut und ciao.